Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play The Walking Dead Episode 2. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir bewegen uns so langsam dem Ende entgegen von diesem Spiel. Beziehungsweise von dieser Episode. Andy? Danny, is that you? What's going on out there? Hab mal lieber nicht geantwortet. Oh nein. Lee, get back! Don't come in here! You just had to go snooping around, didn't you? Let her go, Brenda! Oha. Ich glaube, wenn ich jetzt die Tür aufmache, aber ich kann nichts anderes machen. Lee! Please, don't you take another step! Brenda, come on now! You know you don't want to do this! Just go away and leave us be! Scheiße. Ja, aber ich gehe nicht ohne Katja. Ich gehe nicht ohne Katja. Kranke Schlampe. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Ah, darum ist Mark als Zombie. Komm. Ich treib dich noch ein bisschen weiter. Stay back! Don't do anything stupid! Geh weiter. Geh weiter. Let her go, Brenda! Please, listen to him. Geh weiter. I'll do it. Please. Komm, komm. Noch ein paar Schritte. Noch ein paar Schritte. I don't wanna kill you, Lee! Ja, dann. Geh halt. Geh noch einen Schritt. Please don't make this any worse. Los. Just stop. Genau. Und? Ja, ja, ja. Geh doch bitte noch einen Schritt weiter. Ja, genau. Genau. They took Doc. Where's Kenny? I said don't move, asshole. Don't you fucking hurt him. Oh my god. Let him go, goddammit. Oh, doch nicht mit der Flinte. Andy, don't shut up! Oh, fuck. Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you done! Calm down. Calm down? What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Und unser Fleisch, du Vollspaten. Ja, 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 ja. Ah. Oh, komm, komm schon. Oh, scheiße. Warum kriege ich denn die ganze Zeit auf die Fresse hier? Mann. Oh nein. Get up. Get the fuck up. Nein, 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 nein. Ich will nicht an diesen Zaun. Und du bist so bescheuert, wenn du mich da dran drückst, dann wirst du selbst geröstet. Ah. Nein, 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 nein. Fuck off. Lily! Boah. Jetzt aber. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Schon wieder? Mensch! Was bist denn du für einer? Ja, besser so, wie wenn ich ihn jetzt zusammengeprügelt hätte. Ich glaube, das hätte wieder ganz viel schlechtes Karma gegeben. Oh, fuck. Oh, da lebt ja noch. Is that all you got, Lee? You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Danny and Mama get out here, you're all fucked! They're both dead! What did you do?
What the fuck did you do? Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, ihr Arschlöcher. Don't you dare walk away from me, Lee! Ja. Get back here and finish this, Lee! Einen großen Haufen werde ich tun. Versauer doch hier. Get back here and fight me like a man, Lee! Halt die Schnauze. Lee! Werd von mir aus gefressen, das hast du verdient. They're getting in! Lee! Let's go. Na, von wem hat er wohl gefressen? Ich hoffe ja von seiner eigenen Mutter. Wow, also diese kranken Schweine, also hab ich kein Mitleid mit. Puh. Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah, they were. That is sick. God, just... ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. No, Mom. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Fine then. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. I don't care. You do what you have to do. I'ma keep doing what needs to be done. Da wusste ich jetzt echt nicht, was ich da drauf antworten soll. Lee, are those bad people dead? We didn't kill them, so I don't know. They might have been able to get away from the walkers. But I'm sure they won't be coming after us. That's good. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Ja, das hört sich an wie das, Warnsignal, wenn man das Licht angelassen hat. Aber der Motor aus ist. Ja. Hello? Okay. Warum müssen wir denn eigentlich immer alles untersuchen, was hier passiert? Können wir nicht einfach nach Hause gehen? Helden in solchen Spielen sind einfach immer viel zu gut. Da ist wieder irgendein Zombie-Vieh drin. Figures. Oh, crap! Baby, you gotta see this.
There's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Natürlich werde ich es mitnehmen. Aber ich an ihrer Stelle würde eine Nachricht hinterlassen, wo man mich finden kann, wenn hier doch nochmal jemand zurückkommt. Weil ich meine, hallo? Jetzt ist es doch eh egal. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. More food in here. Also egal wie wir es machen, Kenny und Lily sind einfach supplies verfeindet. Punkt. In der Beziehung, entweder kann ich nur schwarz oder weiß wählen. Ich kann wirklich nichts sagen, was für beide einigermaßen gut ist. I'll carry it. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich echt schade. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with them, okay? Okay. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh God, Lee, you're gonna want to see this. Ich bin mir nicht sicher, dass wir uns jetzt mit Clementine nicht verschissen haben. Oh shit. Ach, die haben uns beobachtet. Sweetheart, we won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. Y'all thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who took... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Oh nein. Ich kann mir vorstellen, was in der nächsten Episode passieren wird. Wow. Gut, schauen wir uns einfach mal die Vorschau an. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases in, but it's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh?
You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Wow. Das sieht auch wieder spannend aus. Und es ist wirklich so, ja, nicht die Zombies sind das größte Problem gerade. Das ist echt, also, die erste Episode war richtig geil, aber das jetzt hier in der zweiten Episode, wow. Wow. Okay. Hier geht es also darum, unsere Entscheidung nochmal auszuwerten, die wir im Laufe dieser Episode getroffen haben. Also, wir haben ja Davids Bein abgeschlagen. Also, 84% und ich haben ihm das Bein abgeschlagen. 87%, ja, ich wollte ihn eigentlich nicht auf sie schießen lassen. Ich habe ja irgendwie noch versucht, das Ganze ein bisschen rumzureißen. Aber, ja, 87% von den Leuten, die es gespielt haben, haben wohl ähnlich gedacht. Aber er hat einfach halt irgendwann drauf geschossen und... Helped kill Larry? Ja, habe ich auch nicht getan. So wie 68%. Also, anscheinend, er ist gerade nicht der super sympathischste Kerl gewesen. Aber doch, über die Mehrzahl haben versucht, ihn wenigstens zu retten. Ich finde, das spricht auf jeden Fall noch für die Menschheit ein bisschen. Gut, dann geht es darum, ob wir die Brüder getötet haben. 82% mich eingeschlossen haben die Brüder nicht getötet, weil ganz ehrlich, sollen sie doch da verrotten. Sollen sie doch da gefressen werden von diesem Scheißdreck. Und 55% haben das Essen aus dem Wagen geklaut. Unter anderem ich auch. Das war meiner Meinung nach eine der schwersten Entscheidungen in diesem Spiel. Aus dem einfachen Grund, weil Clementine direkt mit involviert war. Und ich glaube, ich habe es mir mit ihr jetzt echt verschissen noch zum Ende hin. Gut, da ich denke, dass jetzt gleich eh wieder nur Credits kommen, werde ich jetzt schon mal abmoderieren, weil die Credits haben wir ja schon mal einen Teil vom beim ersten Mal gesehen. Beziehungsweise, wenn Part 5 irgendwann mal draußen ist und ich das durchgespielt habe, lasse ich die Credits ganz durchlaufen. Ich denke, wir müssen nicht nach jeder Episode neu die Credits durchlaufen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch bei Episode 2 wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, Episode 3 kommt so schnell wie möglich, weil das Spiel fesselt mich einfach immer mehr. Ich finde das richtig krass, was hier abgeht und was hier vor allen Dingen geliefert wird. Das hätte ich nie von diesem Entwicklerstudio gedacht, dass so ein Spiel davon kommt. Ich meine, klar, man macht ein bisschen Sam & Max, noch ein paar andere Sachen, aber meistens wirklich nur so familientaugliche Sachen. Möchte ich jetzt einfach mal so nennen. Das hier ist ja schon nicht mehr wirklich familientauglich und gerade Episode 2 mit den Kannibalen, das ist wow. Ziemlicher Hard Stuff. Aber hallo. Gut. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, schenkt mir ein Abo. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt, wie gesagt, bis hierhin gefallen. Die nächsten Episoden werden auf jeden Fall kommen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, gerne auch bei meinen anderen Projekten. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Warum wünsche ich euch eigentlich einen angenehmen Tag? Ich weiß gar nicht, wann ich diese Episode hochlade. Ich laber schon wieder blöd gerade. Nein, bleibt anständig. Esst keine anderen Menschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.